Hi. Na? Und? Alles so fit soweit? Ja. Muss ja. Na? Ich tausche eine schwarze Kapuze gegen Double Jump? Wenn ich noch einen hätte, würde ich das sogar machen. Ja, aber nur wenn du einen zweiten hättest. Aber, ja, klar. Nicht mit dem Original natürlich, da wäre es ja schön. Nee, das ist ja, also, das ist, klar ist ja. Also so weit geht die Freundschaft jetzt auch nicht. So. Bist du auf dem Schiff noch? Nee. Ich sammle gerade das Essen ein. Bei uns im Garten. Und das pflanze ich dann gleich wieder an, damit wir noch mehr Essen haben, wenn wir losdüsen. Weil wir werden bestimmt später überhaupt nicht genug haben. Nee. So, ich versuche das. Ja. Ich versuche hier gerade alles. Oh, Massenernte. Alter. So, jetzt habe ich 111 Samen. Bitte was? Ich habe 111 Samen. Ich habe sie gezählt. Darauf erstmal ein paar Bandagen. So, ich pflanze eben nochmal schnell an. Ja, soll ich dir einfach mal entgegengelaufen kommen? Läufst du wieder nach rechts? Nee, momentan pflanze ich erst noch an und dann laufe ich nach links, weil du bist von mir aus gesehen links gerade, sehe ich gerade. Ach ja, stimmt, du bist bei mir auch rechts oben. Ja, stimmt, ja. Alright. Alright, okay, yeah. Was? Kommt da gerade wieder der MC in dir durch, oder was? Ja, MC Hammer. Also werde ich auch öfter genannt. Würdest du gerne mal hören? MC Hammer? Nee, so werde ich öfter genannt. MC Hammer, Pans. Ja. Was? So, hier unten möchte ich jetzt gerne Bananen anbauen. Ja, das sage ich auch öfter. Was? Egal. Ich verstehe nicht mal, auf welcher Ebene das jetzt witzig war. Hey, du würdest unten gerne Bananen anbauen. Ja. Ja. Ach so. Nee, ja. Was? Wieso? Ich weiß nicht. Bananen. Unten. Das wird in die Annalen der Geschichte eingehen. Wohin? In die Annalen der Geschichte. So, jetzt, okay, wow, wir sind, wow, das ist, ich glaube, diese Folge wird sich in Zukunft schwer toppen lassen. Vom Humor. So, wo bist du denn, du geile Rocksau? Ich sammle hier gerade so ein paar Bands und so und tue so Dinge, die ich halt immer so tue, weißt du? Wie ist das? Achso, ja, also chillen, ja. Ein bisschen abhängen, so. Stricken. Geil stricken. Ich komm dir mal entgegen. Was hältst du davon? Das finde ich gut. Was hältst du davon? Oh nein, ein Rhinoceros. Soll ich wohl schnell weiterlaufen? So, ich habe es besiegt. Was? Hä? Was denn? Das ist einfach nur... Warte mal. Hab ich ein Dorf gefunden? Da, jetzt hört's aber auf. Ich dachte, du kommst mir entgegen. Ja, bin ich doch. Ich bin immer entgegenkommend. Und wieso stehen denn noch Bäume? Und wieso steht denn eine Kiste, die du nicht abgebaut hast? Ich habe neue gepflanzt hinter mir, wenn ich gelaufen bin. Ah, soll ich die mal wegholzen? Ich habe das nicht gemacht übrigens. Wieder neu. Ach so, ja, schön, dass du unseren Heimatplaneten so richtig schön versaust einfach. Ja, ich dachte, das machen wir in der nächsten Runde. Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit wechseln, um den Zuschauern nicht zu langweilen, wie auf deinem Channel, weißt du? Was? Huch! Ach, das ist der Händler wahrscheinlich, so ein Blumenkopf, ne? Ja, genau. Oh, du bist ja noch ganz schön weit weg. Ja, entschuldige bitte, ich fange noch gerade erst an mit diesem Spiel. Nimm mal die Beine in die Hand, Junge. Die hat ja nur Klamotten. Ja, so eine Teleporten-Funktion wäre auch noch cool irgendwie. Mist. Wobei, das würde irgendwie den Spaß rausnehmen, glaube ich. Mist, die verträgt ganz schön viel. Wer denn? Nee, was? Nichts. Hast du die Händlerin getötet? Was? 10 Pixel, was? Weißt du, ich sag noch so, ich will das nicht alleine machen. Ach so. Ich habe jetzt im Nachhinein auch überlegt, eigentlich scheiße für den Heimatplaneten die Händlerin umzubringen, aber... gut. Ist ja eh unser Planet. Also jetzt. Wir sind voll die Amerikaner, ne? Mhm. So, ich scheiß mal auf die mit ihrem komischen Glitzerstaub. Verpiss dich. Aber eigentlich müssten wir dafür erst unsere Feinde noch mit Waffen ausstatten und uns dann wundern, wenn die sich wehren. Ja, ausstatten ist natürlich gut. Verkaufen für viel Geld. Ja. Nee, wir verkaufen unseren Feinden oder wir verkaufen irgendwem und deren Feinden Waffen. Ja. So rum, genau. Dann verkaufen wir noch Tretminen, dann machen wir das Thyssen-Prinzip. Wir verkaufen Tretminen und Minensuchgeräte.
Tretmine an die eine Seite und Minensuchgeräte an die andere. So, das ist auch ganz gut. Das Thyssen-Prinzip. Und bei den USA, also das USA-Prinzip machen wir so, wir wundern uns nicht nur, wenn die plötzlich Waffen haben, sondern wir machen auch einen Präventivschlag, falls sie uns mit den Waffen womöglich angreifen wollen, die wir ihnen selbst verkauft haben. Oder? Ja. Das ist doch, finde ich gut. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen... Dann stellen wir uns in Europa als Gutmenschen dar. Genau, wir müssen ja helfen. Aber wir müssen vorher noch ein bisschen in der Bevölkerung Angst schüren, damit wir alles, jeden möglichen Scheiß ungefragt durchboxen können. Für die Sicherheit einfach. Ja, das klingt gut. Ja, das ist, ja. Wir sollten in die Politik gehen. Wir haben da schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Wir haben da jetzt schon mehr drauf als so manch andere. Ja. Gut, der Busch hat es ja bis zum Ende nicht kapiert. Aber Hauptsache die Strippenzieher wussten Bescheid. Das ist ganz gut. Also sein Vater. George. So. Ich bin dein Vater. George Bush Clooney. So, ich sollte mir mal... Ich hau mir mal so ein Ding hier rein. Was? Ich hau mir mal ein Ding rein. Verbannt. Ach, warte mal. Bei dir darf man sowas ja gar nicht sagen. Du bist ja... Wieso? Ist doch okay. Du bist ja ein japanisches Sex-Spielscheuk. Alter, wie tief geht denn das hier runter? Ohne Jubble Dump. Und Jubble Dump ist mir echt aufgeschmissen. So, du weißt doch nicht, was mit ist. Hasse dich. So sehr. So, Tobi, weißt du, was wir schon lange nicht mehr hatten? Was denn? Die Single-Börse. Oh Gott. Also, Tobi, in deiner Freizeit liest du ja gerne Bücher. Nee. In deiner Freizeit tust du ja gerne Dinge. Das stimmt. Was tust du denn gerne, außer mit dem Hund rausgehen natürlich? Ich spiele gerne Videospiele. Was denn zum Beispiel? Was spielst du denn gerade so? Boah. Kenn ich nicht. Alles und nichts. Alles und nichts. Also ich wollte eigentlich schon erstmal mit Dragon Age angefangen haben, aber dann, ja, weiß ich nicht, hab doch irgendwie nicht hingehauen. Da musst du aber viel Zeit für nehmen. Viel Zeit. Das stimmt allerdings, ja. Aber es würde endlich mal Zeit werden. Hast du diese Zeit denn, Tobi? Nee, sonst hätte ich ja schon längst damit angefangen. Gibt es denn einen besonderen Menschen in deinem Leben? Nö. Okay. Weißt du, hart. So ein bisschen wie bei Herzblatt. Kennst du noch Herzblatt damals? Ja, klar. Boah, die hatten immer scheiß Fragen. Da dachte ich mir, Alter, wer denkt sich denn so einen Kack aus? Ja, Kandidat Nummer A. Angenommen, es regnet und ich komme gerade aus einem Buchladen heraus, um mir eine Bildungslektüre zu kaufen. Wie würdest du als Gentleman reagieren, wenn du siehst, dass ich nass werde? Ja. Mach erstmal den Mund zu. Dann regnet es ja auch nicht mehr. Ja, eben. Nee, weiß ich nicht. Boah, fand ich aber... Hat aber Spaß gemacht zu gucken, ich muss ja zugeben. Ja, so Trash-TV kann man sich sowieso immer geben. Das finde ich auch. Man kann natürlich auch drüber meckern die ganze Zeit. Muss man sogar. Und man ärgert sich auch darüber, wie tief das Niveau der deutschen Fernsehanstalten gesunken ist. Immer wieder. Und guckt sich das genau aus dem Grunde an, um nur darüber meckern zu können. Klar. Obwohl einen Grund gibt's gar nicht. Ja, obwohl ich zugeben muss, ich habe schon Ewigkeiten kein Fernsehen mehr geguckt. Ich auch nicht, außer an Weihnachten eine schöne Bescherung. Aber das jedes Jahr. Sogar das habe ich dieses Jahr on demand gemacht. Die Geister, die ich rief. Und natürlich, ja, schöne Bescherung mit Chevy Chase, ne? Ja, genau. Mhm. Genau, die Griswolds. Richtig. Yeah, guter Mann. Ach, hier hast du dich durchgegraben. Der Dönermann hat da oben schöne Dinge. Ja, aber ich, alleine wollte ich den nicht angreifen. Irgendwie war mir das zu... nee. Aber ich habe doch zwei Dönermänner alleine. Und ich bin nur ein kleiner Affenmann. Du hast dich ja unter die gegraben. Nee, beim zweiten habe ich dann richtig, Feigling. Was? Was? Wieso Feigling? Hä, wieso kriege ich den da oben nicht?
So, den mache ich fertig. Ach, das ist Sand. Ach Gott. Ach Gottchen, ich Doofkopf. Das ist ja Sand. Ja, daraus kann man ein Glas machen. Du kannst es also ruhig sammeln und dann machen wir ein Glas draus. Boah, wie episch ich hier gerade gegen den Dönermann kämpfe. Es ist unfassbar. Geil. Alter, ich komme gleich hin und du hast hier unten wieder so ein Loch gegraben. Was für ein Kampf. Ohne Loch. Ich schwöre, ohne Loch. Er ist ohne tot. Loch? Er ist tot. Was? Ohne Loch. Ich habe einfach immer rein. Ohne Loch. Was? Bitte was? Jetzt hört's aber auf. Ach, jetzt sind die ja voll easy mit einer neuen Waffe hier, die Typen. Hm? Kann man einfach wegsnacken. Hast du eine neue Waffe? Ich hatte eine im Inventar, die einfach mal 10 Schaden macht, also 6 Schaden mehr und das geht. Unfassbar. Läuft. Läuft. Grüße an Patrick an dieser Stelle. Läuft. Patrick, welcher Patrick? PZ. Ah, Copy Patrick. Boah, was hab ich denn da gerade alles gefunden, hä? Crappy Basher? Ich habe auch eine Waffe gefunden, so eine Kiste hier oben bei dem Typen. Hä, die habe ich doch aber eigentlich aufgemacht. Ich habe die aber nicht leerräumen können, schnell genug, weil der mich geholt hat. Hat er dich also geholt? Hm? Du musst dir keine Sorgen machen, hm? Ich beschütze dich doch. Bist du dir sicher? Pisst du dir sicher? Ja, ich pisse mir sehr sicher in die Hose. Aua! Boah, hat mich das eine Viech voll erwischt. Und jetzt sind hier überall noch ätzende andere. Ätzende Wirkung, hm? Achso. Hm. Was? So, muss ich mal ganz kurz hochhalten. Jetzt guck ich mal ganz kurz, was habe ich denn hier, was habe ich denn hier für eine Waffe? Was tut ich mir? 11 DPS und wie viel habe ich jetzt momentan? 4, okay. Ja, ich hatte auch 4, genau. Du wirst merken, mit 10 ist es einfacher. Ah, jetzt habe ich sogar 11. Der feine Herr Double Jump. Ja, der Double Jump hilft mir in allen möglichen Lebenssituationen in diesem Spiel. Tobi hat den Double Jump, er hat den Bogen raus. Was? Weiß ich auch von irgendeiner Kindersendung? Na, helfen der Elfen. Ah, ja, genau, ja. Hm. Doch, Mom und Dad und bla bla, die helfen ihm da raus. Oder, nee, Cosmo, Wanda. Hey, Cosmo und Wanda. Nicht, dass ich das jemals sehen würde oder gesehen hätte. Nein. Ich guck nur A-Team. Das ist noch richtig brutales Männerfernsehen. Oh Gott. So ohne Blut. Hey, mach mit. Oh, ich sterbe gleich. Sorry. Was? Dass ich das unterbrechen muss, aber ich bin gleich tot. Nein, Tobi! Warum nur? Wie den scheiß Vogel hier. So, jetzt aber. Ah, die Vögel sind so ätzend. Boah, ich brauch dringend. Springst du hoch und die springen runter. Also fliegen. Hm? Achso, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Hm? Sicher? Nein. Aber warum weißt du das? Das. Hier kommt auch gerade so ein Kiwi-Vogel angeflogen. Aber zum Glück dreht er wieder ab. Ich dreh voll ab. Ey, du dreht voll ab, ey. Ist voll weggeschmuft, verstehst du? Hey, der Typ hier ist tot. Warst du das? Welcher? Ey, hier liegen noch Pixel rum. Geil. Oh, Mist. Ey, aber du warst noch gar nicht hier. Ja, das ist mein Trick. Wo bist du denn? Ich laufe gerade nach links in deine Richtung die ganze Zeit, aber ich bin ja vorher die ganze Zeit nach rechts gelaufen. Also wirst du vielleicht... Ach nee, ja, der hat das vorhin kaputtgeschlagen, deshalb. Als er nach mir gegiert hat. Als er noch was? Nach mir gegeiert hat, nicht gegiert. Ach so. Wobei, gegiert geht doch auch, ne? Ja, eigentlich schon, ich hab's nicht verstanden. Hm? Was schreist du denn da schon wieder so erotisch? War schon wieder fast tot. Ist ein Hobby von dir, ne? Mhm. So. Bauen wir eine Treppe in den Himmel. Du hast doch Double Jump. Ja, aber hier so riesige Abgründe kommen da noch. Du wirst auch noch hinkommen. Oh. Scheiße, jetzt ist wieder Dönermann und ich habe hier aus dem Menü aufgeklickt. Komm runter, Döni. 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 Willst du mich verarschen? Jetzt kommt er nicht runter. Hm, da ist er. Hm. Ach, da bist du ja. Ach, hallo. Boah. Nein!
Soll ich dir mal Licht machen? Ja, das wäre ganz lieb. Kampfmusik. Ah, jetzt kommt auch so ein Scheißvogel. Ich bin tot. Vergiss es. Ich kann ja gar kein Licht machen. Warte, ich muss mich craften. Vogel ist weg. Sehr gut. So, jetzt kann ich dir gleich helfen. Warte. Der furzt da immer durch die Gegend, du. Sehr gut, sehr gut. Puh, Alter. Zum Glück hast du mich als Hilfe gehabt, ne? Ja, das war... Mach mal Licht. So, hä? War die meine Fackel nicht gut genug, oder was? So, erstmal einen Jogginganzug ausziehen. Boah, weißt du was? Alter, wie er da voll die Robe hat. Weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? So, ich ziehe jetzt meine Hose aus. Boah. Und dann scheiße ich dem hier hin. So. Warte. Ah, so. Hm. Gut. Dann ziehe ich die Hose aber lieber wieder an. Sag mal. Hast du mich gerade... Wo hast du den Wagen her? Hast du hier schon wieder was auseinandergenommen? Nee. Den habe ich gecraftet. Sicher? Was ist denn da unten los? Action! 35 Pixel. Ja, aber das ganze Geld einsammelt, der alte Gierschlund. Ich habe mir gedacht, ich mach mir jetzt mal zum Vorteil, was ich so von dir gelernt habe in den letzten Star Wars Staffeln. Also, Selbstlosigkeit, Großzügigkeit, gegen Vögel abkacken. Bitte was? Spring doch da einfach hoch, ist doch kein Ding. Wieso hast du das hier alles, du hast ja denn gar nichts weggeräumt, ich verstehe das gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie der gestorben ist, der war eigentlich noch da, als ich das Mal hier war. Wie er sofort nach der Kiste da oben giert. Die habe ich schon leer geräumt. Unglaublich, ey. Was denn? Können wir das nicht mal ein Lichtchen hängen? Als Warnung für die anderen. Schau es mal. Haha, die sind nicht aggressiv. Vor allem flüchten die auch aus Angst. Ja. Wolltest du die gerade aggressiv machen oder was? Ja, eigentlich schon, aber wieso hauen die denn ab? Ja, weil die Angst haben, wenn man die angreift. Läuft bei denen dann verkehrt. So wie deine Mutter. Der Weihnachtszwischenfall. So, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Ich mach das, was du auch machst. Scheiße bauen. Selbstlos sein. Ah, fürs Team meinst du, fürs Team. Mhm. Juhu. Oh, ein Brunnen. Ich lasse den Brunnen mal da, den brauchen wir. Aber das hier nehme ich mal mit. Eigentlich... Sag mal... Warum gerade? Moment. Warum? Nein! Ich komme da nicht hin, weil ich keinen Double Jump habe. Ah. Ach ja, ach wie schön. Weißt du, wenn mich Starbound eines gelehrt hat, dann ist es, den Regenwald abzuholzen, um den Weltraum zu erobern. Ja, das sind weise Worte. Lieber Onk. Ich finde, da sollten viel mehr Menschen den Regenwald abholzen, um... Wow. Ach, hast du hier gepflanzt? Ja. Oh, das finde ich gut. Warte, dann ich mach hier mal... Ey, was mach ich denn niesen. Da? Gesundheit. Aua, oh, aua, aua. Boah, der Baum. Oh, verdammt. Dankeschön. Ich glaube, wir haben langsam genug Holz, oder? Nicht? Ja. Dein Ernst? Er sich freut einfach. Er sich freut. Ja. Jetzt habe ich so einen schönen Speedboost und der bringt einfach mal gar nichts. Guck mal da unten. Hm? Da unten ist ein Tempel. Oh, warte. Juhu.
Boah, geil! Was ist das denn hier für eine alte Kackmulde? Da habe ich mich vorhin hochgebaut, weil mich die Typen da angegriffen haben. Kriegt man ihn nicht kaputt? Vielleicht, wenn wir zusammen drauf fahren. Die Frage ist, wollen wir da rein? Klar. Natürlich. Aber die halten noch nichts aus. Aber die sind gefährlich, ne? Die waren ziemlich stark immer, glaube ich. Gesehen? Mhm. Ich habe Raw Alien Meat bekommen. Was machst du da? Nichts. Ich dekoriere um. Boah. Oh, hörst du auch, was ich höre? Ja! Ja, ja. Oh Gott. Dann fängt das wieder an. Komm gleich hier. Oh, geil. Statuen. Kürbis? Ach, Kürbis ist eigentlich schon Skorpion, meine ich. Oh, ich sollte vielleicht mal, ja. Oh, ich sollte ganz dringend mal... Dich heilen? Ja. You killed Lagbringer! Na, das ist natürlich doof. Der arme Lagbringer. Ich wünschte, es täte mir leid. Tut dir das nicht aufrichtig leid? Ja, vor allen Dingen Betonung auf aufrichtig. Leave this place! Das muss ich nochmal checken. Wo ist denn hier mein Bratwurst-Bratgerät? Ach, hier. Weißt du, was ich befürchte? Was denn? Dass wir uns hier wieder komplett zumüllen werden. Klar. Ohne sortierte Kisten, ohne alles, mit einem Haus, was wir die bauen werden, einem Palast. Den wir eigentlich bräuchten mit verschiedenen Räumlichkeiten und so. Vor allen Dingen, ich finde das ganz cool, so kurz vor der vor dem Update. Ja, ja, gut, das stimmt. Naja, wer weiß, wie lange das Update noch braucht, ne? Ich meine, wie lange haben wir damals auf den Vibe gewartet und es kam keiner? Es soll jetzt, im Januar soll das ja kommen, das Update. Ja, echt? Ja, also habe ich gehört. Hm. Ja, hoffentlich bald. So, wo waren jetzt nochmal der Mülleimer? Hier, ne? Genau. Puh. Ich meine dich nicht. Achso. Dann lauf ich wieder zurück. So, ich habe viel zu viel Holz dabei. Ich habe auch Dinge dabei. Dinge. Wo bist du? Na? Ist was? Tobi? Tobi, ich hasse dich. Ja, was denn? Du weißt genau, dass ich mir jetzt auch so ein Ding hole, ne? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon. Hast du eins gekriegt? Ja. Ach ja? Mist. Tschüss. Ja, mit seinem scheiß Double Jump. Der feine Herr, weißt du? So. Ich hoffe, mein Inventar war nicht voll. Boah, was ist denn hier los? Hab ich. Ah, das muss doch hier sein. Ich weiß nicht, ob du eins gekriegt hast. Ich habe nämlich drei eingesammelt: eins für mir und zwei. Ah, scheiße, mein Inventar war voll, weil ich fürs Team sammle, Tobi. Mein Inventar ist auch fast voll. Ja, fast. Mit Fallen. Mit Gold und Double Jumps. Eine Unterstellung ist das. Guck mal, wie ich hier fürs Team aufräume. Fick dich doch. Ich meine natürlich, erquick dich doch an all diesen Gaben im Tempel. Ich muss ja dringend mal Friendly Fire einstellen. Oh! Die Herrin? Oh. Was denn? Ach, nur so Besuch gerade. Wie viele Pixel hast du eigentlich? 5 Milliarden. Hm? 5 Milliarden vielleicht? Was? Vielleicht habe ich ja 5 Milliarden.
Ach so. So. Gut. Ich hab 10 Milliarden. Was denn? Der Prahlhans. Ich weiß es gar nicht. 1000 irgendwas. Knapp 2000. 1000. Dann könnten wir vielleicht bald mal an der Rüstung gucken, wenn wir Planet gewechselt haben. So, da war gerade Fleisch drin. Ja. Das bestimmt frisch. New Blueprint available. What? Blueprint? Ich habe auch mal irgendeinen Blueprint gefunden, aber ich habe keine Ahnung welches. Mit einem Double Jump. Ach nee, warte. So, wo war jetzt eigentlich? Ich glaube, hier links runter geht's noch, ne? Da waren wir noch nicht. Hier oben? Achso, weiß ich gar nicht. Ja, hier ist auch nix. Ah. Das ist ja nicht so viel. Nur 4 blaue Kisten oder so, aber das ist nicht so viel. Okay. Schade. Da waren 200 Pixel drin. Cool. Schweinerei. Was? Aber hier sind ja lauter Statuen. Du hast die ganzen Statuen hier gelassen. Warum? Ja gut, alle brauchen wir noch nicht, oder? Ach, du hattest es eilig, natürlich das Ding zu finden. Ich weiß. Warum hast denn du das da zugebaut? Was denn? Ja, du hast das hier zugemauert. Warum? Ich mauere doch nichts zu. Doch, willst du nicht, dass ich mitspiele? Hm? Mich nicht teilhaben lassen? Nein. Ich kann auch gehen, ja. Wo bist du? Hallo? Was? Weißt du, wie es einfacher geht? Das Blöde, ja, ich weiß, da unten was hinbauen. Oder mit dem Ding abbauen. Du hast dieses, ja, genau, du hast dieses Ding, das geht voll schnell. Das Problem ist einfach nur, mein Inventar ist rattenvoll. Rattig voll? Rattig voll. Ohne Spritze. Waren die Spritzen wichtig? Nee, ich glaube nicht, ne? Hat ja selbst wehgetan. Ja. Geil. So, das war es mir aber wert. Wert? Wert, Pferd. Auto. Hund. Wert, Katze, Hund. Das ist nur eine Tiersendung. Warte. Also die Hundewitze sind übrigens immer noch innen, ne? Also es sind nicht Auto oder so. Oh, das finde ich gut. Also innen vor allem. Also ganz tief innen. Ja, genau. The dog within. Huch, das ist ja einer. Tschüss. Huch, ein Skorpion. Pixel. Boah, aber mir leckt es ab und zu mal. Ja, zwischendrin immer mal, ja. Hey, du Sack. Oh, oh, oh. OMG, ich hab keine Fackeln mehr. Was? Was für ein Geräusch? Hm? Hat niedere Geräusche gehört. Ja, ich glaube, die sind deprimiert, weil die ja gerade wegsterben. Stell dir mal vor, du bewachst 1000 Jahre so einen scheiß Tempel und dann kommt einer an und du stirbst. Ist ja, das ist mega frustrierend. Voll schäbig. Kann ich schon verstehen, dass die ein bisschen angepisst sind. Ja, kann man mal machen, finde ich. Man kann aber mal hergehen und einfach so eine ägyptische Pyramide einfach mal in die Luft sprengen, oder nicht? Ja, finde ich auch. Kann man mal machen. So, doch so viele. Ah, jetzt habe ich Gift. Guck mal, ich habe Gift auf dem Schwertchen. Pixel. Was? Warum? Ich will auch Gift auf meinem Schwert. Frag deine Freundin! Was? Oh, Skorpion! Nein! Pixel, 200 Pixel waren da drin. Das gibt's doch gar nicht. 11 Bücher. Toll. Karma, Alter, Karma. Karma Elektra? Oder Karmageddon? Was weißt du? Ich schlag die jetzt auf dich ein. Aber es trifft ja nicht den Falschen. 2 Knochen. Die alte Loot-Hure hier. Ja, ich, ne? Loot-junge Huren. So, 75 Pixel und ein Silberding. Okay, na super. Hast du Bandagen noch eigentlich? Ich könnte welche machen.
Ich guck grad, ich habe eigentlich auch gerade welche gemacht, aber ich weiß nicht, wo die sind. Ich vermisse immer noch die Suche. Ich will eine Inventarsuche haben. Gab's die nicht? Nee. Ich könnte schwören, es gab eine. Nee, das haben wir immer nur gesagt, dass das geil wäre, wenn es das gäbe, aber... Ah, vielleicht liege ich da gerade. Das mach ich mal weg. Boah, jetzt habe ich gerade genießt heimlich und keiner hat's gemerkt. Hast du Bandagen? Ach so, ja, nein. Für mich nicht? Hey, eine Wunderlampe. Warte. Flup. Nimm mal diese hier. Was ist das jetzt? Nee, warte, wo habe ich denn jetzt hingepackt? Bandagen. Das ist in der Hand. Ja, aber die... Ach so, die sind ja hier oben. Hui! Was denn? Dankeschön. Herzlichen Dank. So, jetzt... Ich crafte mir gerade nochmal neue. Ernsthaft, Tobi? Was denn? Was machst du denn da oben? Nix. Ich geb dir Bandagen und du? Ich wollte es dir danken. Wie das denn? Wenn du mich tötest? Ich wollte dir den Rückweg ersparen. Ja, das... Ich... Vielleicht, wahrscheinlich meint das sogar nett in seinem verwirrten Geist. Mhm. Ich glaub auch. Oh, da war ja... Warte mal, da ist was drin. Ja. Ist da auch was drin? Geil. Alter. Was denn? So. Du kannst wahrscheinlich gar nichts mehr mitnehmen, ne? Nö. Ach ja, diese komischen Kaninchen-Dinger. Die man gar nicht kaputt kriegt. Also für so einen Gong hier reicht's auf jeden Fall noch. Guck mal, der da unten. Auch ein scheiß Leben, ne? Ja. Weißt du was? Aber er winkt die ganze Zeit. Wir helfen dir mal. Ciao. Aber nicht mehr schreien. Achso, geht's hier raus? Ich glaube ja. Nee, aber hier sind so komische Säulen, die wir bestimmen. Nee, die können wir nicht. Ich glaube, ein Reiter rechts geht's raus. Aber die Gitter hier will ich mitnehmen. Aber geht nicht, ne? Ja, doch. Geht bestimmt. Doch, geht. Dauert noch ein bisschen. Ja, ach, sehr gut. Ja, das dauert mir zu lang. Okay. Boah, hier, ich wünsche... Du solltest auch dringend mal Bandagen nehmen, sehe ich gerade. Nee, das ist mein Lifestyle. Ach so. Ein Leben am Limit. Huch! Ah, ich glaube, ich sollte mal was essen. Du hast schon wieder Hunger. Ich habe noch nicht einmal Hunger gehabt bis jetzt. Ich habe noch nichts gegessen. Aber ich bin zwischendurch gestorben. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas daran ändert, aber... Komm mit. Komm mit. Was denn? Ich will was echt Romantisches zeigen. Wo wir eigentlich die Folge beenden können, aber ich glaube, wir sind noch gar nicht so lange, ne? Hier, so. Warte. Ja. Guck mal. Oh, die Bäume sind nicht gewachsen. Oh. Oh, ja, das Mist. Jetzt habe ich außerdem die ganze Zeit Brot gefressen, als ich angreifen wollte. Raus aus unserem romantischen Lager hier. Ich bin bei meiner Frau auf Urlaub hier, ja? Oh, ist das schön. Du schläfst im Wagen. Was? Das sieht aus wie so ein Penner, wie so ein alter Mann. Alter. Komm, Kinder, wir beobachten alte Penner beim Schlafen. Warte. Boah, immer wenn ich schlafe, ne? Nee, warte, das muss ich nochmal machen. Gewöhnungssache. Das kann ich jetzt gar nicht... Ah, das geht gar nicht, okay. Immer wenn ich schlafe oder wenn ich geschlafen habe, boah, dann kriege ich so ein Zelt. Ernsthaft? So, was? Leg dich da bitte nochmal rein. Sieht nicht wunderschön aus. Sieht ein bisschen aus wie Planet der Affen. Oder Walking Dead oder irgendwie sowas. Walking Dead, der Hirsch. Schön. Ja, gut. Wo ist er hin? Hä? War doch gerade... Du siehst aus wie ein Tampon.
Tampon. Tampolin? Ein Tampolin. Bisschen eklig. Spritzt, wenn man abspringt. Was denn? Guck mal, das habe ich vorhin auch gefunden, aber was, die ist nichts. Was ist denn? Guck, das ist ein Hühnchen. Das ist ja süß. Gesehen? Nee. Guck hier. Oh. 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 Nein. Oh, was? Oh, verdammt. Ja, ich hab's. Das ist so, neu, oder? Das ist so ein Metallgarten. Das ist eigentlich was für dich. Ich meine, wir können die Dinger schon mitnehmen. Haben wir es jetzt. So, kann ich irgendwas stattdessen wegschmeißen? Das sieht aus wie Erdpimmel. Bitte was? Das sieht aus wie Erdpimmel. Ach so, habe ich am Anfang nicht verstanden. Drück mal ganz lange D. Was, D? Was? D sollst du drücken. Weiter? Irgendwann bist du ganz los. Ja, ich glaube auch. Müssen wir ganz kurz gucken. Ja, ich will mal was probieren. Ich nehme hier die Dinger noch mit. Alter, was kommt da denn angelaufen? Probier's nicht, der ist. Was denn? Probier's nicht. Hier ganz links. Ach, er wieder. Wie hässlich kann man denn bitte sein? Wie hässlich bist du denn? Kennst du? Nee. Na, das ist auch nicht so wichtig. Woher so. Denn? Warte mal, ich. Ich mache jetzt mal ein bisschen Kohle. Reicht YouTube nicht mehr? Nee. Ich muss ja definitiv mal ein bisschen. So, Mist, ich habe so viele Brote gefressen. Wie macht man denn nochmal Kohle? Wo muss man das reinstopfen? Hier in diese Fornaze. Achso, soll ich da. Macht mir aber keinen Schaden. Ne? Nee, leider nicht. Ach, das ist ja blöd. Ja, das wäre lustig gewesen eigentlich. Aber es gab doch was einem Schaden gemacht hat, oder? Ja, aber an Bord glaube ich nicht. Ich weiß es gar nicht, oder? Ach ja, stimmt. Ich glaube, das war's. Naja. Machst du da? Hm? Ich guck was. Ist nicht schnell genug, ne? Geht ja, ja ist eh blöd, nicht. Ne? Verdammt. Ja, ja. Scheiße. Sehr lustig. Sehr lustig. Du glaubst jetzt ernsthaft, dass ich da jetzt rauslaufe? Doch, doch. Du, Tobi! Tobi, komm mal! Komm mal! Komm mal, ich hab da was gesehen! Tobi! Tobi, komm mal! Komm mal! Ja, bitte? Ja, ja. Mist. Bald bin ich sie los. Nee. So schnell geht das nicht, mein Freund. Ach, okay, ich muss ja weiter in den Ofen gucken, damit er weiter smeltet. Das ist ja doof. Ach, muss man das nicht angucken, oder was? Naja, man darf es zumindest nicht vom Schiff beamen, vermute ich mal. Kommt aber schon ganz gut Kohle rum, ne? Mhm. Schon geil. La 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 la. La 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 la. La, vor allem geht das so schnell. Vielleicht hätten wir es auf dem Planeten machen sollen, weil wir zwei Öfen haben. Ich bin mir nicht die sicher. Die Öfen holen? Nee, es geht schon. Gehe ich auf den Planeten, smelte da. Vielleicht ist das effektiver. Wahrscheinlich ja, wenn es zwei Öfen sind. Öfen dröfen. Öfen, Öfen, Schmöfen. Hey, what? Ach, das sind ja nochmal 1000, dann nehme ich die 1000 erstmal und Bums. Die sind so laut gerade gewesen. Was denn? Vielleicht. Ja, was hat dir gerade gerumst? Raus, alles gewittert wieder. Okay. Die Oma im Wald. Hat erstmal geknattert gerade.
Was war das denn? Das war die Oma im Wald, so hört die sich bestimmt immer an. Ach so. Ich dachte eher wie so ein Vergaser, so. Nee, ist ja schon eine ältere Dame und da hört sich das ja dann so an. Ach so, ich dachte, da musst du erstmal durch die Schläuche knattern. Was? Was? Ich habe das nicht gesagt. Kann ich eigentlich nachlesen? Wüsste gern manchmal, was. Ja, das geht. Ah, cool. Sehr gut. Jetzt habe ich noch 100. Die haue ich dann auch gleich mit rein. So. Zack. 1000 Holz behalte ich mal für unser Traumhaus. Wie viel Kohle hast du denn jetzt schon reingeballert? Ich glaube, wir sind bei 400 Fuel gerade. Das müsste aber reichen langsam, oder? Ich glaube, eine Kohle gibt immer 2 Fuel, wenn ich jetzt noch... Kann aber sein, dass ich mich täusche, aber ich habe das so ein Gefühl. Bring ja auch gleich immer was mit. Titten im Leben. Was? Ist wahrscheinlich... Würde mich nicht wundern. 3 Jahren auf RTL. Um 14 Uhr. Titten im Leben. Aber die will sich keiner angucken, glaube ich. Titten in Meben. Das wäre dann so die... Was ist Meben? Was ist Meben? Ja, das haben sie doch früher bei der Samstagnacht-Show gemacht. Ach so. Mitten im Leben? Aber das nicht Litten im Meben? Das wäre dann aber nicht mehr lustig. Litauen am Morgen. Was Versautes. Ach so. So. Gifhorn im Regen. Gifhorn im Regen wäre auch schön. Gifhorn ist auch so deine Lieblingsstadt, ne? Gifhorn ist super. Hast du schon mal in Gifhorn? Ich war da sogar schon sehr, sehr oft und stand da mit dem Zug rum. Was bist du denn? Guten Abend. Ach, schön. Sie haben die B getitten? Kuckuck. Alter. Ach ja. Was? Nein, mir war nicht langweilig hier oben. Wieso? Ich stimme. Laterne ins Fenster. Ja. Ist auch schön, so eine kleine Wohnhöhle. So, ich. Lass das jetzt so. Nee, räum das bitte mal auf, ja? Du warst früher auch so einer, der das kaputt gemacht hat. Ne? Mach du, ne? So, ich hab jetzt, also ich hab jetzt fast 1000 Kohle tatsächlich drin. Warte, da kann ich nachhelfen. Ne, spar die Kohle lieber. Ja, 180 habe ich noch. So, jetzt haben wir 1000. Jetzt gönn dir. Jetzt gönn dir noch? Wieso ist denn da hinten so dreckig, sag mal? Was? Ich hab ja auch so einen scheiß Putzroboter hab ich engagiert. Alter, wollen wir mal in eine Wüste fliegen? Ah, das wäre geil. Ja. Ah, das will ich. Lass das uns tun. Kostet 200 Kohle. Alter, du haust aber raus heute, ne? Ja, was willst du machen? Gönn dir. Was? Hui! Oh. Vor allem muss man hier aufpassen wegen der Kiste und wegen der Lampen oben. Du verschläfst die ganze Reise. Blöd, wenn man hier so eine Sauerei macht, ne? Du verschläfst die ganze Reise. Ja. Aber weißt du was? Das wäre so galaktisch, ne? Was denn? Wenn wir jetzt gleich einfach sagen würden, so, boah, ja, jetzt sind wir auf neuen Planeten und so, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Weißt du, wie geil das wäre? Wäre das nicht richtig scheiße eigentlich? Scheiße wäre es schon, aber ich würde es irgendwie feiern. Also es hätte schon was Cooles, muss ich ja zugeben. Es hätte schon was Anrüchiges fast schon. Vor allem, wenn wir den Planeten in dieser Folge gar nicht mehr zeigen würden, sondern erst in der nächsten. Das wäre richtig mies, oder? Ja, das wäre auch mies, aber weißt du, was ein Asizialer wäre? Asizialer? Asizial, ja. Was wäre noch Asizialer? Wenn wir jetzt runtergehen, also wir drücken einmal auf runterbeamen, ja? Ja. Dann blenden wir sofort den Endscreen ein. Also, dass man das kurz so aufblitzen sieht, das wäre so mega gemein. Finde ich super mies. Finde ich super mies. Und ich würde sagen, auf 3. Okay. Okay. 1, 2, 3. Ja, wow, oh, der Planet, Alter, was hier... Alter, wie geil, das ist mega. Das habe ich noch nie gesehen bei Starbound, noch nie. Nee. Das ist ja krass. Planet, Alter. Das ist ja krass.
Und guck mal im Hintergrund, das ist ja geil. Das sehe ich ja jetzt erst. Boah, geil. Alter. Das ist Helmut Schmidt, Alter. Das ist ja unfassbar. Krebs, Menschen, Krebs, Menschen, Krebs, Menschen. Alter. Diese Krebsmenschen, kennst du das von aus, ja, aus LA? Ich. Da so ein Haus, wo dann verschiedene Leute drin wohnen. Krebsmenschen. Ja, ja. Wobei, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Das ist. Oh, ja. Oh, das ist vielleicht dann nicht so. Das war jetzt. Das makaber, war jetzt ich meine natürlich Mr. Krabs, so mit den Scheren dann. Klipp, 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 klipp. Mhm. Ne, nicht das, also anderes, also das Krebsmenschen. Also Sonnenbrand, sozusagen. Aber der Planet hier ist, der ist auf jeden Fall super. Den muss also man. Ich würde auf jeden Fall beim nächsten Mal einschalten. Also auf jeden Fall. Übermorgen kommt die nächste Folge, da wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Sonst, also weil man das verpasst, dann kann man auf dem Schulhof nicht mitreden. Ja, auf jeden Fall. Also wer da nicht einschaltet, der gehört verprügelt. Der wird bespuckt. Bespuckt und häusliche verhöhnt. Gewalt, Alter. Der wird aus dem Dorf getrieben mit der Affenpeitsche. Der wird zur Adoption freigegeben. Und und abgeschoben. Und was gibt's noch alles? Weiß ich nicht. Beine ab, Arme ab und ab ins Wasser. Schnapp nach Luft, schnapp nach Luft. Ja. Komm, schwimmen. Mach ein Boot, mach ein Boot. Nebenberuflich bin ich Bob. Ich glaube, die nächste Folge wird es gar nicht geben, weil wir davor vom Blitz getroffen wurden. Ich glaube auch. So, ja, rein. Auf jeden Fall, genau. Also ich will jetzt den Planeten erkunden, deswegen das müssen wir jetzt die nächste Folge anfangen. Tut mir leid. Dann. Ja, sehen wir uns nächste Folge, ne? Ja, würde ich sagen, genau. Was für ein geiler Planet, Hammer. Wahnsinn.